In diesem Hotel in Manhattan stiegen Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre Thomas Mann und seine Familie regelmäßig ab. Warum hier? Was hat sich inzwischen verändert? Eine Spurensuche. Ja, ich habe von ihm gehört. Ist lange her. Viel weiß ich nicht. Er war im Zimmer 1701. Diese Zwei-Zimmer-Suite gleich unter dem Dach bezog regelmäßig Thomas Mann. Damals kostete die Nacht $5. Inzwischen sind es $240. Für Manhattan preiswert. Ein Teil der Einrichtung wurde inzwischen erneut ausgewechselt. Die Fenster wohl nicht. Hier sagte Thomas Mann zu Journalisten: Wo ich bin, da ist Deutschland. Thomas Mann ließ sich seine deutsche Identität von den Nationalsozialisten, die ihn ausgebürgert hatten, nicht nehmen. Nach seiner Übersiedlung in die USA ließ er sich in Princeton nieder. An der Universität hielt er Vorträge. Abends hörte er klassische Musik oder traf sich mit Albert Einstein, der hier ebenfalls lehrte. Nach New York reiste er, um sich mit seinen Verlegern zu treffen, so Shelley Fish, Germanistin in Princeton. Also im Gegensatz zu vielen anderen Immigranten hatte er ja einen Verleger, Alfred Knopf. Alfred und Blanche Knopf haben all seine Bücher veröffentlicht. Er hat an der Princeton University sehr viel Geld verdient für so 3 öffentliche Vorlesungen pro Jahr. So konnte er sich in Princeton, gut 1,5 Autostunden von New York entfernt, dieses Haus leisten. Finanziell hatten es seine Kinder Erika und Klaus Mann deutlich schwerer. Klaus Mann hatte im Gegensatz zu seinem Vater kein Zuhause. Überhaupt nicht in den USA. Er war ständig auf Reise und wenn nicht, dann lebte er in diesem Bedford Hotel. Forscher in Princeton fanden heraus, dass Klaus und Erika Mann im Hotel Bedford nicht immer pünktlich ihre Rechnungen beglichen. Manchmal suchten sie das Weite, wenn die Hotelbesitzer gerade mal nicht da waren. Also man liest so Geschichten, wie sie immer versucht haben, aus dem Haus zu sein, wo der Hotelinhaber Geld von denen haben wollte. Die versuchten immer weg zu sein in dem entscheidenden Augenblick. In Bedford übernachteten in den 30er Jahren viele deutsche Flüchtlinge, nicht nur die Manns. Die Hotelbesitzer waren deutscher Herkunft. Klaus Mann verbrachte viele Monate im Hotel Bedford. Von den Dämonen, unter denen er litt, konnte er sich trotz ärztlicher Behandlung nicht befreien. Klaus Mann war drogensüchtig, hatte Depressionen. Im Hotel Bedford schrieb er den Roman Der Vulkan, in dem es um das Schicksal deutscher Emigranten geht. In der Umgebung des Hotels erinnert heute nichts mehr an die deutschen Emigranten, die einst hier lebten. Stattdessen im Restaurant gleich neben dem Bedford Fotos amerikanischer Schauspieler. Heute frühstücken hier die Gäste des Hotels, vor allem Touristen. Sie interessieren sich für die Sehenswürdigkeiten der Stadt am Tag und in der Nacht.